Die Antwort auf die globale Klimaerwärmung heißt CO2-neutral leben und handeln. Durch unseren ständig wachsenden Energieverbrauch wird die Verantwortung für unsere Umwelt und für die kommenden Generationen immer größer. Wie können wir eine zuverlässige Energieversorgung weiterhin gewährleisten, die zudem sicher und umweltbewusst ist? Der Ausbau der regenerativen Energien soll bis Mitte des Jahrhunderts zu einer Senkung der CO2-Emissionen um 80-95% führen. Wasser-, Wind- und Solarenergie benötigen im Unterschied zu konventionellen Energielieferanten keine fossilen Brennstoffe, erzeugen jedoch nicht immer genau dort Strom, wo er benötigt wird. Um den neuen Herausforderungen zu begegnen, wird zurzeit weltweit an einer Idee gearbeitet. Intelligente Netze, sogenannte Smart Grids, sind die Voraussetzung zur Energiewende. Im bisherigen Energiesystem wird durch Kraftwerke permanent Strom produziert und über das Netz zu privaten, gewerblichen und industriellen Verbrauchern geliefert. Der Netzbetreiber misst den eigentlichen Verbrauch erst nach der Stromerzeugung. Um in Spitzenzeiten die Deckung zu gewährleisten, muss viel Strom bereitgestellt werden, da Daten über den eigentlichen Bedarf nicht zur Verfügung stehen. Das hat ungewollte Überkapazitäten zur Folge. Den Anforderungen des modernen Marktes können die Energieproduzenten mit dem bisherigen System nicht genügend flexibel begegnen, da ihnen die Echtzeitdaten für den tatsächlichen Verbrauch fehlen. Der Strom der Zukunft wird durch ein intelligentes Netzwerk, das Smart Grid, zum Verbraucher gelangen. Das Smart Grid ist primär ein System mit Datenschnittstellen. Im Gegensatz zum herkömmlichen linearen System sind die Teilnehmer zu einem Kommunikationsnetzwerk miteinander verbunden, in dem Messdaten gleichberechtigt ausgetauscht werden. Das Smart Grid berechnet also ganz genau, wie viel Energie wirklich benötigt wird und entsprechend produziert werden muss. Darüber hinaus wird über die Datenschnittstellen die Nutzung von regenerativen Energien verbessert, deren Einspeisung je nach Wetter stark schwankt. Somit werden Stromtarife ermöglicht, die stündlich nach Angebot und Nachfrage angepasst werden. Der Stromanbieter berücksichtigt die unterschiedlichen Bedürfnisse der Teilnehmer und gewährleistet die dazu nötige Datentransparenz und den Datenschutz. Unternehmer und Industrielle sind mit ihrem enorm hohen Energiebedarf auf eine zuverlässige und auch kostengünstige Energieversorgung angewiesen. Immer mehr Privathaushalte sind an eigener Mikroenergieerzeugung mithilfe von Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen interessiert und wünschen sich einen bewussten Umgang mit Energie. Grundbausteine für ein Smart Grid sind die Smart Meter. Das sind intelligente Zähler, also Anlagen und Geräte mit digitalen Schnittstellen. Im Wesentlichen können sie Daten auf zwei Wegen verarbeiten. Sie nehmen Informationen entgegen, werten diese aus und geben Informationen weiter. Sie sind also zweiwegfähig. Mit ihnen eröffnen sich neue Möglichkeiten für ein modernes Energiemanagement. Messdaten werden an die Verbraucher weitergeleitet, die dann selbst entscheiden können, wann für sie der beste Zeitpunkt ist, Strom kostengünstig zu nutzen. Private, Unternehmer und Industrielle profitieren davon gleichermaßen. Smart Meters können neben dem tatsächlichen Stromverbrauch auch den Wasser-, Gas- und Wärmeverbrauch messen. Regenerative Energielieferanten wie Solarkraftwerke verwenden die Wärme der Sonne über Absorber als primäre Energiequelle und werden daher großflächig zur Stromgewinnung eingesetzt.
Windkraft- und Windenergieanlagen wandeln die kinetische Energie des Windes in elektrische Energie um und speisen sie in das Stromnetz ein. Auch Biomasse-Heizkraftwerke gehören zu den regenerativen Energielieferanten. Sie gewinnen Strom aus fester Biomasse, wie zum Beispiel Resten aus der Holzverarbeitung, Stroh, Laub oder Altholz. In Zeiten der Überkapazität kann die überschüssige Energie perfekt koordiniert im Akku des Elektroautos daheim oder in Energiestationen aufgefangen werden. Mit Strom betriebene Fahrzeuge können mit einem hohen Anteil regenerativer Energie betrieben werden und somit ihre CO2-Emissionen deutlich minimieren. Stellen Sie sich das für Millionen von Autos vor. In Pumpspeicherkraftwerken kann das Wasser sogar unter Aufwendung von Energie in ein höher gelegenes Speicherbecken gepumpt werden. So wird dem Energieüberschuss entgegengewirkt, da an sehr sonnigen und windigen Tagen die Energie gespeichert und in Strom umgewandelt werden kann. Bei viel Sonne und starkem Wind kann die Stromlieferung von den Solar- und Windkraftwerken übernommen und von den traditionellen Kraftwerken gedrosselt werden. Alle Teilnehmer erhalten Signale zum aktuellen, günstigeren Stromtarif und können entsprechend reagieren. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zum Beispiel den Akku beim Elektroauto zu laden. Die überschüssige Energie wird in Speicherkraftwerken aufgefangen. Stehen die regenerativen Energiequellen nicht zur Verfügung, muss der Ausfall kompensiert werden. Speicherkraftwerke speisen nun Energie ins Netz und traditionelle Kraftwerke schließen die Versorgungslücke. Wird die Energie knapp, wird auch der Strom teurer. Private, Unternehmer und Industrielle können nun durch die vorhandene Kostentransparenz ihren Energieverbrauch reduzieren oder greifen auf ihre eigenen Energieanlagen und Speichermedien zurück.